Chemie endlich verstehen, heute mit dem Thema Moleküle und die Elektronenverbindung. Als wichtiges Vorwissen solltet ihr das Schalenmodell und die Elektronenschreibweise mitbringen. Falls ihr das nochmal nachholen müsst, habe ich euch in der Beschreibung die Links zu diesen Videos mit eingestellt. Ihr wisst, dass Stoffe oder beziehungsweise die Teilchen von Stoffen entweder aus einzelnen Atomen bestehen können, so wie Helium und Argon, oder aber auch aus verschiedenen bzw. mehreren Atomen. Teilchen, die aus mehreren Atomen sich zusammensetzen, nennt man grundsätzlich erstmal Moleküle. Wenn man ins Periodensystem schaut, sieht man, dass sehr, sehr viele Elemente meistens als Verbindung oder als Molekül vorkommen und eigentlich nur die Elemente der achten Hauptgruppe eher als Atom. Woran liegt das? Atome sind besonders stabil, wenn sie eine volle Außenschale haben. Diese volle Außenschale nennt man dann Edelgaskonfiguration. Die Edelgase, also die achte Hauptgruppe, Helium, Neon, Argon und so weiter, haben eine volle Außenschale, sind deswegen erstmal sehr stabil und kommen deswegen auch als Atom vor. Wie können aber nun andere Atome eine stabile, also volle Außenschale erreichen? Grundsätzlich können andere Atome die Edelgaskonfiguration erreichen, indem sie sich die Außenelektronen mit anderen Atomen teilen. Das heißt, sie haben dann ein gemeinsames Elektronenpaar und das nennt man dann erstmal Elektronenpaarbindung. Das klingt jetzt sehr abstrakt, wir machen das mal in einem Beispiel. Wasserstoffmoleküle bestehen aus zwei Wasserstoffatomen. Ein Wasserstoffatom hat ein Außenelektron. Da wir zwei davon brauchen, haben wir zwei Atome mit jeweils einem Elektron. Wenn wir die nun zu einem Wasserstoffmolekül verbinden, haben wir zwei Wasserstoffatome, die über ein bindendes Elektronenpaar verbunden sind. Das heißt, diese beiden Elektronen bilden ein Elektronenpaar bzw. eine Elektronenpaarbindung. Wie sieht das Ganze im Schalenmodell aus? Im Schalenmodell haben wir einen einfach positiv geladenen Kern und eine einfach besetzte erste Schale. Die beiden Wasserstoffatome nähern sich an und teilen sich dann einfach diese Elektronen. Sie erreichen damit die Edelgaskonfiguration. Das nennt man auch Duettregel. Duett von zwei, weil Wasserstoff zwei Außenelektronen braucht, um die Edelgaskonfiguration zu erfüllen. Wasserstoff steht in der ersten Periode und muss darum die Edelgaskonfiguration von Helium erfüllen. Das Ganze können wir auch noch überprüfen. Das linke Wasserstoffatom braucht zwei Außenelektronen, um die Edelgaskonfiguration zu erfüllen, hat 1, 2 durch diese Elektronenverbindung und erfüllt somit die Duettregel. Das rechte Wasserstoffatom hat 1, 2 Elektronen und erfüllt auch die Duettregel. Grundsätzlich ist hier noch anzumerken, dass diese Form der Darstellung auch Strukturformel oder Lewis-Formel genannt wird. Das ist einfach nur eine Darstellung, bei der man die Elektronenpaarbindung in Molekülen gut sieht und erkennen kann. Noch ein weiteres Beispiel fürs Verständnis. Chlor zum Beispiel hat 7 Außenelektronen, 3 Elektronenpaare und ein einzelnes Elektron. Auch Chlor liegt als Molekül vor. Die beiden Chloratome verbinden sich nun wieder über eine Elektronenpaarbindung. Das sind diese beiden rot markierten Elektronen, bilden hier dieses Elektronenpaar. Und neben diesem bindenden Elektronenpaar haben wir noch diese in grün markierten freien oder nicht bindenden Elektronenpaare. Das Ganze sieht in der Schalenschreibweise wieder so aus. Zwei Chloratome verbinden sich, beziehungsweise die Schalen überlagern sich und die teilen sich dann diese beiden Elektronen. Das bindende und das nicht bindende Elektronenpaar kann man natürlich auch hier finden. Hier wäre das bindende Elektronenpaar und hier wären die nicht bindenden. Die Chloratome erfüllen in diesem Fall die Oktettregel. Das heißt, sie erfüllen die Edelgaskonfiguration von Neon. Sie haben also 8 Außenelektronen. Neon hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Außenelektronen. Und auch die Chloratome erfüllen genau das. Denn das linke Chloratom hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Außenelektronen. Das rechte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also dadurch, dass sie diese Bindung eingegangen sind, haben sie 8 Außenelektronen anstatt wie vorher nur 7.
Als kleiner Hinweis an dieser Stelle noch, die Elektronenpaarbindung, die ihr jetzt kennengelernt habt, hat auch noch den Namen kovalente Bindung oder Atombindung. Das ist aber eigentlich alles gleichbedeutend. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Das war heute ein Video mit vielen, vielen neuen Fachbegriffen. Darum gibt es im Anschluss daran auch noch ein Video dazu, wie man nun zu diesen Struktur- und Lewis-Formeln kommt. Und dann gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung noch mit einer Übung für euch. Vielen Dank und bis bald.